Mein Weg zur Schule ist nicht schwer, I-I-I-O. Ich geh ihn täglich hin und her, I-I-I-O. In meiner Kindheit wurden wir in Hamburg noch zur Osterzeit eingeschult. Darum auch der große Osterhase auf dem Foto. Und in der Schultüte, die ich da im Arm halte, fand ich gut verpackt auch mein Lieblingsessen, eine Gewürzgurke. Ich möchte euch aus meiner Autobiografie ein bisschen Mut, ein bisschen Glück, noch etwas mehr aus meiner Grundschulzeit vorlesen. In der Jahrestadt, deren Straßen die Namen von Dichtern und Baumeistern wie Novalis, Hölderlin, Semper und Haller tragen, lag auch meine Grundschule in der Meerweinstraße 26. Bis kurz vor meiner Einschulung im Frühling 1954 war sie eine reine Mädchenschule gewesen. Auch nach Einführung des gemischten Unterrichts wurde sie noch so genannt. Was mich auf die Idee brachte, in der vierten Klasse von meiner Mutter, die ja Friseurin war, mit einer Perücke professionell zurechtgemacht, als Mädchen verkleidet zum Fasching zu gehen. Und das kam gut an. Der Schulweg war überschaubar und doch eine erste Übung, um am Rande der Jahresstadt neue Straßen, andere Leute, Geschäfte und kleine Handwerksbetriebe zu entdecken. Die Bauweise dieses Quartiers ließ uns die Grenzen zu anderen Stadtteilen wahrnehmen und gab uns auch etwas weiter weg von zu Hause, von der eigenen Straße, noch ein Zuhausegefühl. So viel aus meiner Kindheit. Wenn ihr mehr erfahren möchtet, dieses Buch könntet ihr bestellen bei www.mutundglück.de mit meiner Signatur und wenn ihr möchtet auch mit einer Widmung. Aber auch an dieser Stelle werde ich euch noch einiges vorlesen aus meiner Kindheit, meiner Jugend und auch aus meinem Erwachsenenleben. Denn es geht immer noch ein bisschen weiter. Ein bisschen Mut, ein bisschen Glück. Du brauchst ein Lied, das dich begleitet und ein Herz, das für dich schlägt.